Ach ja, nach einem harten Tag im Weltraum, im Außenposten, denke ich, wird es nochmal Zeit, hier bei einem kleinen Minispiel zu entspannen, wo wir beim ersten Mal so kläglich gescheitert sind. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach nochmal. Und damit herzlich willkommen zurück bei Super Mario 64 Last Impact. Ich habe jetzt mal die Kopfhörer ausgezogen und ja, versuche mich jetzt rein auf das zu konzentrieren, was hier auf dem Bildschirm passiert. Meine Sinne schärfen sozusagen. Weil beim letzten Mal fand ich das echt nicht einfach hier. Man muss echt genau die Plattform beobachten, die nicht zittert. Und das machst du am besten, wenn du nicht nebenbei noch von der Musik oder sonst was abgelenkt bist. Also finde ich. Also mir fällt es jetzt, glaube ich, so deutlich einfacher. Mal gucken, ob wir dadurch den Highscore von 20 irgendwie... Boah! Unterbieten können. Überbieten können, meine ich. Oh mein Gott. War das knapp. Und gelb. Boah. Ich finde das echt nicht so einfach, muss ich sagen, dieses Minispiel. Aber immerhin. Meinen persönlichen Highscore habe ich schon mal. Heidenei. Gelb. Wahnsinn. Jesus Christus, leck mich. Immerhin, persönlichen Highscore. Jetzt muss es aber mal klappen hier. Okay, Konzentration. Das ist ja die obligatorische Eröffnung. Ach ja. Wir machen das. Na bitte. So, okay. Nur noch 17. Yay. Wieder gelb? Lass dir mal was Neues einfallen. Gut. Ich bleib gerne öfter mal einfach mal nur stehen. Dann kann man auch ein bisschen Pause machen. Ja, bitte, bitte so die nächsten 14 auch. Tut er mir natürlich nicht den Gefallen. Und blau. Oh Gott. Und grün. So grün wie ein Frosch. Ein Frosch. Ja, okay, entschuldigt. Und nochmal grün. Nochmal so grün wie ein Frosch. Grün ist die Farbe des Slippies. Wir können also gar nicht versagen. Und persönliche Bestleistung erreicht. Und wieder grün wie ein Frosch. Gut. Okay. Das wird... Jesus! Das wird Jesus! Und wieder grün wie ein Frosch. Oh mein Gott, grün ist die Hoffnung. Die Hoffnung, dass wir das irgendwie schaffen. Gott, jetzt nicht nervös werden. Nicht nervös werden. Wir haben es gleich geschafft. Noch zwei Stück. Okay. Boah, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Mal gucken, wie weit wir den Highscore noch in die Höhe treiben können. Wahnsinn. Okay, komm, jetzt habe ich einen Lauf, oder? Was? Scheiße! Nein, ich habe keinen Lauf. Oh Gott. Egal. Oh Gott. Eieiei. Egal. Persönliche Bestleistung. Puh. Aber kein Matze-Knatze-Platin, weil ich weiß mittlerweile, dass er hier 30 erreicht hat. Das ist jetzt eine neue Aufnahme-Session hier und ja, ich begrüße euch herzlich dazu. Alles, was ihr jetzt seht, ist tatsächlich aufgenommen erst knapp zwei Wochen, nicht ganz zwei Wochen, nach ja, Let's Play-Neustart sozusagen. Ich muss sagen, eure Resonanz, die hat mich echt überwältigt. Paar Sachen laufen noch nicht ganz so gut, ist aber auch nicht weiter tragisch. War ja auch 20 Monate weg. Und selbst wenn an manchen Projekten mal kein Interesse herrscht, ist das für mich kein Grund irgendwie zu sagen, oh, dann mache ich halt nur noch Last Impact, weil das wird ja am besten aufgerufen. Nein. Silence und Lufia kommen natürlich dann auch ganz normal weiter. Und ich freue mich jedenfalls über jeden von euch. Und das ist wirklich schön, gerade bei Last Impact bekomme ich so viel Feedback und das ist... Ach, das ist schön. Das freut mich echt.
bin echt wieder mit Herzblut dabei und es macht mir alles so viel Spaß und ich finde das großartig. Gerade weil ich, ja, irgendwie habe ich das Dummlabern ein bisschen vermisst. Ich war bei Konsolenfalke immer so seriös. Ich glaube, ich muss das auch mal ablegen. Also, dass ich bei Konsolenfalke mehr Mist laber, als ob ich bei Konsolenfalke kein Mist werden würde. Und man merkt es vielleicht auch jetzt gerade im Kommentarstil, gerade. Gerade bin ich schon mal allein. Ja, also das heißt, ich muss mich jetzt gerade mal nicht zurückhalten, kommentartechnisch. Das ist halt auch immer so eine Sache, geht halt leider mit kleinem Kind nicht, dass du da jetzt sonst wie rumschreist. Wenn das kleine Kind aber mal außer Haus ist, ja dann, aber dann, sagen alle typisch Andy. Ja, genau, typisch Weehawk, der an allem vorbeispringt und vielleicht sich jetzt mal anstrengen könnte, dass wir hier einen gescheiten Sterneschnitt hinbekommen. Heute, dass wir ihn nochmal verteidigen, den 3-Sterne-Schnitt. Weil so schwer kann das ja nicht sein. Gut. Mario, würdest du es jetzt bitte schaffen, hier auf dieses Dach drauf zu kommen? Immer getreu dem Motto, das kann doch wirklich nicht so schwer sein. Okay. So, entschuldigt, mir ist jetzt nochmal der Emulator abgestürzt. Läuft prima, Fox. Ja, läuft prima heute. Super. Ich bin begeistert. Also, wir gehen nochmal in die Basis. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir müssen nochmal hier hoch. Nochmal. Ich freue mich. So, also Ekosare, das war jetzt kein Safe State. Mir ist dummerweise der Emulator abgestürzt. Okay, das ist live, das kann passieren. Ich denke mal, das seht ihr alle ein. Gut, gehen wir nochmal hier aufs Dach. Steigen wir der Basis nochmal ordentlich aufs Dach hier. So, wie wir den Gegnern gleich ordentlich aufs Dach steigen werden. Und holen uns verdammt nochmal endlich den ersten Stern hier drin. Also zwei haben wir ja schon, aber halt den ersten in der Reihenfolge. So wie es ja eigentlich sein soll. Und dafür müssen wir in die blaue Basis. Also durch den blauen Eingang von der Basis. Und das machen wir natürlich wie immer. Ganz humorlos. Ja. Mario ist völlig wahnsinnig geworden. Er will in die Basis eindringen und alle Aliens töten, die unter dem Schutze Bowsers stehen. Bowsers! Cool. Okay. So, hier geht's rein. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich lang muss. Damit wir auch diesmal den ersten Stern finden. Das ist jetzt so eine Frage. So, ihr lasst mich in Ruhe. Ihr habt mir beim letzten Mal ziemlich übel zugesetzt. Okay. Geh zu Trepp auf. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Ach ja. Also wo war ich stehen geblieben vor dem Absturz? Davon geredet, dass ich sehr, sehr cool finde, wie das momentan läuft? Habe ich doch schon gesagt. Genau, ja. Ja, genau. Fasst es als Kompliment auf. Nee, ist schon toll, irgendwie wieder dabei zu sein. Aber das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ah, da oben ist der Stern. Okay, scheinen wir hier richtig zu sein. Jetzt mache ich hier allerdings doch mal ein Safe State, damit das Ganze hier sehr interessant werden kann. Ah, und vor allem deshalb. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich glaube, das ist zu weit. Ah, aber hier ist noch ein Weg. Ein interessanter. Ah ja, okay, ich glaube, hier drüben müssen wir hin. Aua. Okay, dann machen wir das doch. Genau, dann. Ah ja, okay. Kommen wir da mit einem lässigen Seitwärtssalto drüber? Ja, kommen wir. Wunderbar. Richtig lässig. So wie Rufus. Okay. Jetzt aber nichts wie hier hoch. Und du hältst jetzt die Schnauze, du Oberzicke. Oh Gott.
und nix wie hin. Ich habe so Angst vor diesen Viechern. Here we go. Wunderbar. Oh, wunderbar. Wir sind in die Basis gegangen. Haben unseren zweiten Stern für heute. Den 3-Sterne-Schnitt abermals verteidigt. Und nun müssen wir den roten Turm erobern. Command and Conquer. Conquer. Bad Freddy. Okay. Den roten Turm erobern. Da bin ich mal gespannt, ob uns das gelingt. Ah, das ist doch ein ziemlich cooles Level. Wie gesagt, ich bin sowieso so ein Fan von so Weltraumstationen und so. Das hat halt echt was. Auch im echten Leben, das hat so was Futuristisches einfach. Du denkst, du bist ja in einem vollkommen anderen Zeitalter, wenn du sowas siehst. Dabei ist das eigentlich sogar die Gegenwart. Aber sowas hat für mich immer was sehr Futuristisches. Ah! Und diese Weltraumstationen des Mushroom Kingdom sind auch irgendwie sehr beeindruckend. Die sind auch ihrer Zeit weit voraus. Im Mushroom Kingdom. So. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Blooper. Au. Jetzt halt. Wieso sage ich immer Blooper dazu? Das sind Octagons. Octopaws, oder? Octopaws. Octagons. Oh, man. Oh, man. Ah, fuck it. Ja, das ist unfair mit der Kameraperspektive. Da muss ich aber ganz klar so sagen. Das ist scheiße. Alter. Da muss man sich auch aufregen dürfen hier. Man merkt das wahrscheinlich gerade. Kann man da nichts gegen machen? Muss ich mich da jetzt hier blind langschlängeln? Weißt du? So wird das nichts. Ich muss irgendwie... Man merkt's, glaube ich, ich bin alleine heute. Ich muss heute keine Rücksicht auf so einen Mann nehmen. Aber deswegen muss ich jetzt hier nicht rumragen. Alles gut. Komm. Wir haben ja trotzdem Niveau. So, einfach mal ein bisschen näher ranzoomen. Das gibt's doch nicht. Oh, Alter. Meine Güte. So, alles gut. Alles gut. Alles gut. Der alte Mann hat sich beruhigt. Es kann nichts passieren. Es ist alles gut. Durchatmen. Den Aufenthalt genießen. Und einfach mal auf diese Art und Weise hochgehen, damit wir auch was sehen. Leck mich! Oh, Alter! Oh mein Gott! Nein! Das ist heftiger, als ich dachte. Und jetzt ist es auch noch ein Risikokomet. Such den Schalter. Was ist... Oh! Alter, Rügenwalder! Huch! Huch. Nichts wie den roten Turm erobern. Oh, das war cool. Okay. Die Ruhe ist weg. Die Entspannung ist weg. Warum spiele ich so schlecht, wenn mein Sohn nicht da ist? Ja, ich lasse mich zu leicht aus der Ruhe bringen gerade. Das war jetzt ganz schön knackig. 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 Wow. Aber glücklicherweise kam jetzt hier nicht mehr allzu viel. Okay. Gehen wir nochmal rein und gucken uns mal an. Was die nächste Mission ist? Shoot into the space. Das hat er bestimmt mit der Kanone dazu tun. Oh, geil. Jetzt müssen wir nur Bobby finden.
Hallo Bobby, wo bist du? Okay. Machst du dich lustig über mich? Oh cool. Ich habe tatsächlich so zerstört. Ich habe es aber gar nicht probiert. Machst du dich lustig über mich? So. Jetzt werdet ihr alle bezahlen. Ihr werdet alle bezahlen. Mit all euren Bits und Bytes, ihr verdammten Roboter. So. Cool. Kriegt ihr hier ein richtiges Massaker an? Muss ich natürlich den Bob umfinden. Wahrscheinlich ist er direkt in der Nähe der Kanone, das kann sein. Oh, ich darf hier sogar schon rein. Ich muss nicht mehr den Schalter betätigen. Leichter Framerate-Einbruch gerade. Ich hoffe, das liegt an Fraps. So. Gucken wir uns die Sache mal an, ob Bobby da irgendwo ist. Aber dann hätte man ihn wahrscheinlich gesehen. Jetzt schon in der Vorschau. Bobby? Wo bist du, Bobby? Wenn du nicht hier bist, dann laufen wir halt einfach noch ein bisschen rum. Und vielleicht sammeln wir bei der Gelegenheit dann auch mal die 100 Münzen. Dann haben wir das eigentlich schon mal weg. Das ist ja eigentlich auch, denke ich, eine ganz gute Idee. So. Muss ich mir nur merken, dass da unten Münzen sind? Oh, jede Menge noch. Sehr gut. Okay. Hüse! Umf! Macht er. Umf! Okay. Hier ist definitiv kein Bob-Omb. Den müssen wir suchen. Oder du lässt mich einfach so rein. Mit blanker Gewalt, das hat noch nie was bewirkt. Alter! Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin heute völlig wahnsinnig geworden. So, okay. Erstmal Münzen sammeln. Erstmal ein bisschen Energie tanken. Weiter nach Bobby suchen. Der wird ja hier auch irgendwo... Oh! Irgendwo sein. So. Wer ist die Schnauze, Octagon? Oh, man! Wie komme ich eigentlich auf Octopaw? Octopaw war doch, glaube ich, aus Knights, oder? Wie heißen diese Viecher denn jetzt eigentlich? Ich hab's vergessen. Du musstest so viele in Mario Galaxy davon vernichten und ich vergesse den Namen. Und nennen sie Octopaw und Blooper und was weiß ich was. Ja. Das ist ein fürchterlicher Part. Von vorne bis hinten fürchterlich. Hab kein Style, kein Grace. Wenn ihr es jetzt sehen könntet, ich habe auch gerade ein funny face. Das... This Let's Player is a fucking disgrace. Bobby, bist du hier irgendwo? Bobby? Oh, weißt du was? Bevor ich hier beschießen werde... Ja, hau ich lieber ab. Du hältst die Schnauze. So. Ihr habt mich zum letzten Mal verarscht. See ya! Wow. Cool, jetzt läuft's. Irgendwie. Ich bin jetzt auch irgendwie auf der Suche nach den 100 Münzen gerade. Eigentlich mehr als nach Bobby. Und durch den... Dummerweise... sehr ungeschickt platzierten Emulatorabsturz weiß ich jetzt nicht mal, wie viele Minuten wir jetzt haben. Es fühlt sich so an, als hätten wir schon eine halbe Stunde. Und von daher will ich den Part vielleicht dann auch langsam mal beenden. Muss ich auch mal gucken jetzt. Den Schalter für den grünen Eingang, den werden wir wahrscheinlich auch noch
drücken müssen. Vielleicht ist da auch Bob-Bomb drin. Aber da müssen wir ja so oder so hin. Wenn wir noch Münzen finden wollen. Oder komm, lasst ihr mich hier schon rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, genau. Hier lasst ihr mich noch nicht rein. Au. Aber ihr werdet mich gleich hier reinlassen. Mario! Expert Hausfriedensbruchbegeher. Ich habe ein bisschen Angst vor dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich einfach gegen dich springen soll, so wie gegen die Roboter. Ich will auch nicht unbedingt gefressen werden von diesen Viechern. Nicht, dass das so ist, das ähnliche Prinzip wie beim Piranha, dass du da sofort aufgefressen wirst. Ich würde es Kasi zutrauen. Yahoo! Okay. Gehen wir nochmal hier rein. Was? Ach, das da hinten war gelb, ne? Genau. Au. Genau, das hier ist ja gelb gewesen. Ich habe mich da von den grünen Streifen, die da entlang fahren, glaube ich, irgendwie jetzt gerade ablenken lassen. Na gut. Dann würde ich aber, glaube ich, jetzt wirklich mal sagen, dann machen wir hier erst einmal einen kurzen Break, beziehungsweise ich gucke nochmal, ob ich da jetzt hochkomme schnell. Dass wir das Grüne vielleicht noch schnell freischalten, dann... Das kann nicht funktionieren, das ist viel zu steil. Nichts ist zu steil für Mario, für die Ehre. Nichts ist zu steil für meine Ehre. Okay, aber wir haben es ja echt bald. Aber wenn ich jetzt hier überziehe, dann ist es ein leichtes, den Sterneschnitt zu halten. Ich glaube, mehr als 20 Minuten tut sich eh keiner diesen Part an. Komm, nur noch schnell den Schalter drücken und dann... Wo ist der überhaupt? Hatte ich ihn nicht beim letzten Mal schon gesucht? Okay, ich sehe schon, hier tun sich noch mehr Baustellen auf. Ha. Okay. Gut, dann jetzt halt endgültig. Aber wenn das so weiter... Jetzt kann ich auch die 8 roten Münzen sammeln. Ach, weiße. Ich würde es einfach mal sagen. Im nächsten Part sammeln wir die 100 und die 8 roten Münzen. Und genau. Dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Alles klar, bis zum nächsten Mal, euer Weehawk. Ich entschuldige mich für diesen Part, das war einfach nur schrecklich.